Der BYD Seal ist meine alte Nemesis, aber eigentlich nicht, weil über dieses Auto habe ich vor über einem Jahr schon eigentlich mitunter als einer der ersten quasi Videos rausgebracht und die waren recht erfolgreich, also 180.000, 160.000 Klicks, Preview-Videos, wo man nichts darüber wusste, weil dieses Auto so heiß begehrt ist. Jetzt ist es da, ich sehe es mit der IAA quasi zum ersten Mal und bin beeindruckt. Ich bin allgemein von den ganzen BYD-Autos recht beeindruckt, aber besonders vom BYD Seal, weil der mir die ganze Zeit schon im Auge liegt quasi. Aber ich sehe ihn heute wirklich zum ersten Mal und deswegen kommt mit auf meinen Ersteindruck jetzt hier mit dem BYD Seal auf Project Drive. Also fangen wir mal direkt mit der Front an. Wir haben hier spitz zulaufende Scheinwerfer, die quasi von außen nach innen zur Schnauze hin enger werden. Und das sieht man richtig, dass es so ein bisschen in die Pfeilförmigkeit ragt, in die Sportlichkeit. Denn auch hier quasi diese Lufteinlässe oder ich sag mal die angedeuteten Lufteinlässe sind LED beleuchtet, auch in einem Wellenmuster quasi in Richtung Frontschürze, Richtung Lufteinlass, auch in einer Art Treppenstufen oder Stufenartigkeit und das verleiht dem Auto natürlich eine gewisse Sportlichkeit und die, finde ich, steht dem BYD Seal sehr gut. Die Ocean-Serie von BYD ist nicht von ungefähr benannt. Man sieht es richtig in der, wie gesagt schon, Stromlinienförmigkeit, also wirklich in einer Form quasi von vorne bis hinten. Da hast du einige Merkmale wie so angedeutete flossenartige Designelemente, wie zum Beispiel hier an der Seite, wo BYD-Design draufsteht. Aber auch wenn wir nach hinten gehen, quasi diese schuppenartigen Lamellen quasi hier am C-Fenster, nenne ich es mal. Das sieht man schon, es hat so dieses Meeresdesign quasi überall inne. So, von hinten, das ist, finde ich, eigentlich ein echt beeindruckender Anblick, weil dieses Design ist wirklich so in der Form einzigartig, super geil. Super sportlich, das allein schon wegen den Diffusoren, die, weiß ich nicht, bestimmt hier von innen nach außen locker 10 cm, vielleicht 8 nach außen ragen. Da sieht man schon die Windschnittigkeit bzw. die Sportlichkeit. Und, jetzt sehe ich es gerade, schau mal her. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Hier steht BYD Seal. Vorher, was ich kannte, war, dass hier BYD stand oder Build Your Dreams in dem Sinne oder hier oben, ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt aber steht es hier unten rechts. Ein Riesenhauptmerkmal, offensichtlicher geht es auch nicht, ist das fette LED-Rücklicht. Mit punktartigem Design, das sieht wirklich richtig gut in echt aus. Ich habe das zuvor immer nur auf Videos und Bildern gesehen. Das sieht in echt wirklich richtig, richtig geil aus. Geht natürlich von ganz links nach ganz rechts und schließt dann quasi hier hinten links ab am Ladedeckel. Wenn wir da mal reingucken, CCS typisch, gummiartige Stöpsel, ne, die ein bisschen schwierig sind reinzustecken, aber nicht schlimm, kein Manko. Und auch von hinten, das Heck geht runter. Wir haben ein Stummelheck, wenn wir es aufmachen. Ich hoffe, es geht auf. Es geht automatisch auch auf. Da seht ihr das schon, die Problematik, kein Fließheck, weil sonst würde die ganze Scheibe mit hochgehen. Das ist natürlich ein Manko, wie auch schon bekannt. Allerdings, wenn wir hier so reingucken, also Stauraum, glaube ich, fehlt der Größe des Autos. Oder fehlt dem Auto in der Größe nicht. Man kann hier noch einen Deckel aufmachen, da kann man noch was Ladekabel verstauen oder sowas. Sieht ziemlich gut aus von der Ladefläche her. Wenn wir jetzt von hier aus nochmal die Sitze quasi hinten umklappen, haben wir natürlich umso mehr Stauraum. Finde ich jetzt ehrlich gesagt persönlich vollkommen in Ordnung. Wenn man dieses Auto kauft, dann weiß man ja auch vorher, damit geht man jetzt nicht beim IKEA einen Schrank kaufen oder so. Ich verstehe dann auch gar nicht die Leute, die sich so über dieses Stummelheck aufregen, weil, keine Ahnung, selbst wenn ich einkaufen gehe, ich habe zwei Tüten. Eins, zwei, das war jetzt ein bisschen bescheuert. Ich nehme mal diese Tüte und tue sie wieder dahin und diese nach da und dann habe ich Platz. Ich verstehe das gar nicht. Also, ich finde das jetzt nicht schlimm. Übrigens, falls es euch interessiert, den BYD Seal gibt es auch als SUV, nennt sich dann BYD Seal U. Innenraum. Innenraum ist beim BYD Seal, nennen wir es mal, extraordinär, würde ich fast behaupten. Es ist ein richtig gut gemachter Innenraum. BYD ist ja auch bekannt dafür, das sieht man ja beim Dolphin und ich weiß gar nicht mehr wo anders, und beim Seal U auch, dass man den Bildschirm drehen kann. Ein riesengroßes, saugeiles Feature, wobei ich nicht ganz sicher bin, wofür man das braucht. Das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt. Aber
nice to have, würde ich mal sagen. Ne? Wir haben hier zwei Induktionsplatten. Da lege ich mein Handy jetzt aber nicht rein, weil im anderen habe ich es vorhin vergessen und aus Glück wieder gefunden. Zum Glück hat es einer abgegeben. Wir haben aber auch ähnlich wie beim BYD Dolphin eine schwebende Mittelkonsole oder halbschwebende, nenne ich sie mal, weil hier ist es ja dicht. Hier ist es frei, also das heißt, hier kann man was reinlegen oder ähnliches. Hier hat man ein komisch würde ich vielleicht nicht sagen, aber also ein geschwungenes Design hier nahe der Mittelkonsole mit einem Design aufgedruckt, welches mir jetzt persönlich nicht so gefällt. Schlicht schwarz-matt oder schwarz im Allgemeinen wäre schon ein bisschen besser, finde ich. Aber jeder, wie es mag, also wem es gefällt, soll es gerne so nehmen. Jetzt haben wir hier natürlich nur wieder irgendeinen Ton an. Besser, weil irgend so ein komisches Hintergrundrauschen im Auto. So, das Lenkrad ist ähnlich wie beim BYD Dolphin, BYD CLU auch, ne, unten abgeflacht und hat ein so ein typisches, ne, es soll ein Delfin, glaube ich, sein oder weiß ich nicht, ein Seagull oder sowas, aber so dieses Ocean Design quasi auch im Lenkrad wiederzufinden. Was wir noch haben, eine schick gemachte Armaturen, also ein Armaturendisplay, finde ich, weil es ist fast nahtlos oder beziehungsweise randlos oder erscheint zumindest auf den ersten Blick randlos. Natürlich ist hier so ein bisschen Rand drin, aber sieht echt schick aus. Hier der Bildschirm, irgendwie nervt er mich, wenn er hochkant ist. Ich weiß auch nicht wieso. Aber was haben wir noch? Dynaudio Anlage. Seht ihr da übrigens auf der Tür. Dynaudio. So, was haben wir noch? Ein durchgehendes Panoramaglasdach. Wow, das sieht echt cool aus. Es ist nicht ganz durchgehend, da haben wir hinten quasi Nähe C-Säule eine Unterbrechung, aber im Prinzip ist es komplett durchgängig, bis fast nach ganz hinten und hinten natürlich noch die Heckscheibe. Also wirklich ein Raumgefühl, wahnsinnig. Also da kann man schon mal die Sterne beobachten, würde ich sagen. Ein Problem, nämlich mit meinen langen Haxen, wenn ich hier drin stehe auf der Bremse zum Beispiel, ja, und hier so rüber gehe, dann stößt, aua, meine Kniescheibe mit dem Display hier quasi an. Dafür ist dann wieder geil, wenn man den Bildschirm drehen kann. Ne? So kann ich das, ne? Das Bein ganz nach drüben machen. Ne? Richtig cool. Finde ich geil. Auch hier der Gangwahlschalter hier, der so ein bisschen kristallförmig gemacht ist. Und mit den Knöpfen hier rumherum. Ja, in U-Form irgendwie ein bisschen. Ne? Hier so. Und dann hat man hier den Gangwahlschalter. Finde ich gar nicht schlecht gemacht. Auch allgemein ist es so ein bisschen welliges Design. Richtig wie halt der Ocean-Serie entsprechend. Bisschen wellig. Anmutung ist echt sehr gut. Die Luftschlitze sehen cool aus. Also kann man lassen, muss man sagen. Gut gemacht. Damit wir auch die technischen Daten im Hinterkopf behalten, ist der BYD Seal 4,8 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,46 Meter hoch. Er besitzt einen Radstand von 2,92 Meter. Der Luftwiderstand ist mit CW 0,219 sehr gut. Der BYD Seal ist allem Anschein nach in den vier Varianten Standard Range Elite, Standard Range Premium, Long Range, Hinterrad und Performance mit Allradantrieb erhältlich. Verfügen die ersten zwei über eine 66,44 Kilowattstunden Batterie, wächst die Kapazität bei Long Range und Performance auf 82,56 Kilowattstunden an. Die Reichweiten betragen nach WLTP zufolge zwischen 520 und 570 Kilometern. Der Verbrauch wird mit 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer beziffert, den man aber mit Vorsicht genießen sollte, da er auch in CLTC angegeben ist. Die Basisversion besitzt 150 kW oder 204 PS mit einem Elektromotor hinten. Die Version für die Langstrecke kommt auf 230 kW oder 312 PS, es bleibt aber bei einem Elektromotor. Das Topmodell kommt auf 380 kW oder 516 PS und 671 Newtonmeter und ist natürlich mit zwei Elektromotoren ausgestattet. In der Top-Version liegt die Werksangabe für den Standardsprint auf 100 km/h bei 3,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 180 km/h abgeregelt. Die Schnellladegeschwindigkeit erreicht bei 150 kW ihren Höchststand. Der BYD Seal, mein absoluter Favorit von der kompletten Messe. Nicht nur, weil er absolut todesgeil aussieht, sondern auch absolut sportliche Optik, einen hammermäßigen Innenraum, ein Schuhregal und einen drehenden Bildschirm hat. Abschließend, weil ich schon so cool hier drin sitze und weil mir das Auto so gut gefällt, könnt ihr mir sagen, wie euch das Auto gefällt und ob euch das Video gefallen hat. Wenn ja,
dann Daumen nach oben und ein Abo dalassen und kommentieren, ob euch das Auto gefällt, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.